Jessie will es nicht haben. Du willst es haben. Da seht ihr euch wieder. Ich muss erst mal zur Ruhe kommen. Das geht ja schnell bei dir. Und dann? Dann werden wir schon sehen. Alles, was ich will, ist, dass du verstehst. Was? Was soll ich verstehen? Ist schon okay. Deine Entscheidung. Aber wir können ja trotzdem Freunde bleiben. Ja. Und ab und zu zusammen ausgehen. Danke, nicht nötig. Ich hab's versaut. Ich hab's total versaut. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Ich habe einen Termin bei Dr. Behrendt. Mein Name ist Anna Konrad. Ja, hier. Pünktlich auf die Minute. Frau Konrad? Nein, ich bin eine Freundin. Ach so, ja. Ja, also Dr. Behrendt ist gleich soweit. Wenn Sie vielleicht einen Augenblick Platz nehmen wollen. Keine Angst. Der Angriff dauert nur ein paar Minuten. Sie werden das gar nicht spüren. Soll ich nicht doch lieber bei dir bleiben? Nein, danke. Das geht schon. Ich setze mich dann so lange ins Wartezimmer. Ja? Mhm, wird schon werden. Aber. So, wenn wir vielleicht die Formalitäten erledigen können. Haben Sie den Berechtigungsschein dabei? Ja. Bitte. Danke, prima. So, mal sehen, dann bräuchte ich noch Ihr Alter? 15. Geburtsort? Köln. Warum sind Sie eigentlich mit einer Freundin gekommen? Hat sich Ihr Freund nicht getraut? Ist das für den Fragebogen? Nein, ich meine nur so. Ich verstehe nicht. Naja, wenn es brenzlig wird, dann ziehen sich die Männer immer zurück und wir Frauen, wir können es alleine ausbaden. Nein, so einer ist Florian nicht. So was würde er nie tun. Sie Glückliche, solche Männer sind wirklich rar. Wenn Sie wissen, Florian ist ganz anders. Er steht total zu mir. Gut, dann hätte er ja mitkommen können. Aber er hatte wahrscheinlich Angst, dass Sie es sich noch mal überlegen könnten. Nein, er hat gesagt, dass er es... Oh mein Gott. Scheiße. So, dann kommen Sie mal mit, junge Frau. Was hat sie denn? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat Schwierigkeiten. So, dann kommen Sie. Ja, wohl nicht mehr alle, Mensch. Bist du taub oder was? Hallo? War nicht so gemeint. Was ist denn los mit dir, hä? Du bist ja richtig fertig. Ich hab's verbockt. Total verbockt. Warum habe ich es Anna bloß nicht gesagt? Ich bin so ein Idiot. Hey, langsam. Was hast du ihr nicht gesagt? Na, dass ich das Baby haben will. Ich habe es mir so fest vorgenommen und dann kriege ich Arsch die Klappe nicht auf. Ja, und wenn du es ihr gesagt hättest, meinst du, es hätte irgendwas geändert? Ach, vielleicht. Ich hätte mich auch voll reingehangen für sie und das Baby. Echt, ganz mit Familie und so. Hast du eine Ahnung, was auf dich zugekommen ist? Ich hätte es aber noch gern getan. Was glaubst du, was ich dem alles beigebracht hätte? Tischtennis, Skateboard, Streetball, Computer, alles! Florian, komm runter! Mensch, es ist zu spät. Scheiße, Jan, das weiß ich auch. In ein paar Jahren, wenn die Schule vorbei ist, dann könnte jemand auch einen Haufen... Ach, in ein paar Jahren, was nützt mir das jetzt? Ich habe versagt. Auf der ganzen Linie. Ach komm, ist doch okay. Nein. Nichts ist okay. Sehen wir doch jetzt, wie kalt. 12.
Ist dir was über die Leber gelaufen? Es ist nichts, gar nichts. Ich bin bester Laune. Das sind schon 6 Monate Arbeit. So 6 Monate Arbeit? Larissa meine Afrika-Idee abgekupfert hat und ich jetzt dumm dastehe. Dabei habe ich schon die nächste Kampagne am Hals. Ah, dieses Biest! Aua! Scheiße! Du musst doch mal ganz von vorne anfangen? Ja, du hast es begriffen. Ich kann doch mal von vorne anfangen. Und wenn du die Kampagne vielleicht ein bisschen umstrickst? Unmöglich. Es muss ein völlig neues Konzept raus. Hast du nicht noch was in der Schublade? Hast du alles veraltet? Einmal husten und der letzte Schrei ist schon wieder Schnee von gestern. Na komm, komm. Deine alten Sachen sind bestimmt 10-mal interessanter als die Sachen von Clarissa. Nein, es muss mir einfach was Neues einfallen. Allein schon wegen der Fachpresse. Ach, ich werde es dieser Schlange schon zeigen. Da hast du dir aber einiges vorgenommen. Werde ich auch schaffen. Wärst du vielleicht nicht besser, wenn du jemanden anstellst, der dir dabei hilft? Bin gerade dabei. Was, du hast schon jemanden? Noch nicht, aber sehr bald. Darf ich auch fragen, wer das ist? Der Beste natürlich, den es auf dem Markt gibt. Florian! Hey! Florian! Was ist denn? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein blöder, dummer, feiger Idiot. Ich hab mich die ganze Zeit nicht getraut, es dir zu sagen. Und dann warst du schon weg. Das Baby. Ich wollte so sehr, dass wir es kriegen. Wirklich? Und jetzt ist alles vorbei. Quatsch, jetzt fängt es erst richtig an. Was? Naja, du wirst Vater. Wieso Vater? Ich hab nicht abgetrieben. Oh, nein, Anna. Dr. Behrendt und diese Arzthelferin müssen denken, ich hab sie nicht mehr. Was interessiert mich denn Dr. Behrendt? Weil ich mal ihre Gesichter sehen soll. Ich war schon halb ausgezogen und dann habe ich gesagt... Ja? Dass ich es mir anders überlegt habe. Aber warum denn eigentlich? Es war so komisch. Ich stand da vor der Krankenschwester und die hat mich die ganze Zeit vollgequatscht. Ja, und? Na, und dann musste ich die ganze Zeit an das Baby denken. Und an dich. Und plötzlich habe ich verstanden, was du mir sagen wolltest. Das gibt's doch gar nicht. Tja, aber genau so war's. Das ist ja wie im Film. Ja, aber beinahe einer ohne Happy End. Es tut mir leid. Ich kann's nicht ertragen. Wo soll ich denn wissen, was du damit meinst? Ich weiß. Ich hab mich ziemlich angestellt. Aber unsere Eltern, die haben sich auch so... Hey. Dieses ganze Theater, das war allein unsere Schuld. Und das wird von jetzt an anders. Ich schwör's. Ich auch. Und was ist mit dem? Sophie, du bist überhaupt nicht bei der Sache. Oh, Entschuldigung. Ja, mir geht immer noch diese blöde Geschichte durch den Kopf. Was für eine Geschichte? Ich habe ein paar Tage Verfolgungswahn hinter mir. Wie bitte? Ja, also zuerst dachte ich, jemand hat in die Kneipe eingebrochen und mein Adressbuch geklaut. Und neulich Abend, als ich das Geld zur Bank bringen wollte, da habe ich plötzlich Schritte hinter mir gehört und sowas. Oh nee, meinst du, es hat einer auf dich abgesehen? Ich weiß auch nicht. Jedenfalls bin ich in völliger Panik zur Kneipe zurückgerannt. Furchtbar. Ja, blöd. Naja, aber das Beste kommt ja noch. Ich zur Kneipe zurückgerannt, dann fühlte ich mich ja erstmal wieder sicher. Aber dann habe ich plötzlich Geräusche gehört aus der Küche. Und ich so, oh. Ich also zur Küche, habe mir eine Flasche genommen und stehe da schon zitternd und warte auf den Einbrecher. Und steht da Alex mit einem Stück Brot. Oh nee. Und so ein Gesicht hat er gemacht. Was ist hier los? Also könnt ihr euch nicht ein bisschen zusammenreißen in eurem Alter? Mein Ritter.
Henning hat sich nämlich Haare, die zur Brust genommen. Wer um Himmels Willen ist Haare? Das ist ein Spinner. Hat Sophie dauernd in der Kneipe angemacht. Mhm. Aber seitdem Henning die Sache klar gemacht hat, habe ich ja Ruhe, ne? Mhm. Ja, du scheinst ja wieder oben auf zu sein. Ja. Ihr seid ja sowieso blendend drauf. Ja. Und dreimal darfst du raten, warum. Oh, ich bin ganz schlecht im Raten. Mhm. Ich darf nach Hause. Wann? Morgen. Nein. Ja. Ist ja super. Hey. Ja, genau so. Mach ich mich als Fotomodell. Tja, hab ich's doch immer gewusst. Gib mal her. Du bist doch viel besser. Ja, genau. Machen wir ein Wettrennen? Okay. Das. Mach erst den Mund auf. Ja. Aber gern. Oh, ist das lecker. Ich weiß. Besser als Goethe und Schiller zusammen. Ich sitze hier schon seit 6 Uhr früh und der Typ hat sie immer noch nicht geküsst. Na, da bin ich ja ganz Sag mal, übertreibst du nicht? Du brauchst doch jetzt viel Ruhe und Schlaf. Ups. In deinem Zustand? Los auf, noch einmal das Wort und ich will es prüfen kommen. Okay, ich halte schon meine Klappe. Für Goethe ist mir mein Kopf eh zu schade. Morgen geht's bald. Morgen. Morgen. Warst du schon beim Bäcker? Ja, da war ich nur schnell im Reisebüro. Ich hab mein Ticket besorgt. Hm, wohin fahren Sie denn? Nach München nächste Woche. Sie besucht ihre Schwester, die macht ein Fortbildungsseminar. Und Mama passt auf die Kids auf. Was glaubt ihr, wen ich im Reisebüro gesehen habe? Den jungen Werther. Deine Mutter, Anna. Meine Mutter? Mhm. Und hat sie mit Ihnen geredet? Nein, sie hat mich gar nicht bemerkt. Es war so voll in dem Laden. Aber ich habe mitgekriegt, wie sie einen Flug gebucht hat. Na Gott sei Dank. Dann sind wir sie wenigstens für ein paar Wochen los. Vielleicht auch für länger. Wieso? Er hat keinen Rückflug gebucht. Was? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Die Dame im Reisebüro hat zweimal nachgefragt. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass Hannelore abhaut. Aus diesem unseren Lande. Aber sie wird doch nicht einfach so gehen, ohne mir was zu sagen. Nee, das auch nicht. Sophie, jetzt hilf mir doch mal. Ja. Das hier ist doch nicht schlecht. Hm? Findest du? Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich in dieser Bewerbungsmappe mitschicken soll. Naja, du musst denen halt zeigen, was du am besten kannst. Und was kann ich am besten? Ich finde, wenn du Gesichter fotografierst, ne, dann kommt wirklich gut drüber, was für eine Persönlichkeit dahinter steckt. Sagst du doch nur so. Nein, das hier zum Beispiel von Henning. Man sieht wirklich sofort, was für ein fieses Stück dieser Typ ist. Naja, jetzt mal im Ernst. Ich meine es doch ernst. Diese Porträts sind wirklich so, als wenn sie ein Profi gemacht hätte. Da muss ich Sophie ausnahmsweise recht geben. Auch wenn sie von Fotografie sonst nicht so viel versteht. Was machst du denn hier? Ich habe Unterlagen hier liegen lassen. Ich muss aber gleich zurück ins Büro. Übrigens, das Porto für die Bewerbungsmappe kannst du dir sparen. Wieso? Ich habe mit unserem Modefotografen gesprochen. Du kannst bei ihm als Assistentin anfangen. Ich habe aber keine Lust auf sowas. Das habe ich dir doch gesagt. Warum musst du dich denn in alles einmischen? Julia, wenn du erst mal angefangen hast, vergeudet sie doch nur ihre Zeit. Das ist außerdem gar nicht ihr Ding. Was ist denn ihr Ding, wenn ich mal fragen darf? Darauf muss sie schon alleine kommen, ohne dass hier ständig jemand reinquasselt. Der Job interessiert mich wirklich nicht. Das sagst du doch jetzt nur wegen Sophie. Nein, das ist meine Entscheidung. Ich mache es nicht und damit basta. Wolltest du nicht zurück ins Büro? Ja, ich gehe ja schon. Ich will nicht stören. Vielleicht findet ihr noch raus, was dein Ding ist. Oh.
Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Es klang nach einem Notfall. Stimmt. Ist 11:58. Dann nichts voraus mit der Sprache. Wissen Sie, es ist ja schon eine Weile her, seitdem Sie, wie soll ich mich ausdrücken, von Linie Clarisse weggegangen sind. Ich würde sagen, sie wollte mich feuern und da habe ich lieber vorher gekündigt. Und seitdem macht sie Ihnen das Leben zur Hölle? Milder ausgedrückt. Sie hat meinen Ruf in der Branche systematisch ruiniert. Ich bin froh, dass ich mich mit kleinen Aufträgen über Wasser halten kann. Das heißt, Sie arbeiten nach wie vor frei? Freier, als mir lieb ist. Wären Sie denn an einer festen Stellung wieder interessiert? Ja, lieber heute als morgen. Auch bei Caradonna? Gerade bei Caradonna. Was heißt das? Na ja, Sie sind die stärkste Konkurrentin von Clarissa. Muss ich noch mehr sagen? Ich denke, wir werden uns gut verstehen. Stefan, willkommen bei Caradonna. Vielleicht bleibt sie ja nur ein paar Monate weg. Einfach mal ausspannen nach dem ganzen Stress. Sie kommt sicher nicht wieder. Sie hat immer gesagt, dass sie irgendwo ganz neu anfangen will mit dem Geld aus Papas Lebensversicherung. Also wir gehen jetzt einfach hin und dann fragen wir sie, was Sache ist. Aber sie will doch nichts mehr von mir wissen. Ja, wir können es zumindest versuchen. Und mehr als rausschmeißen kann sie uns nicht. Das finde ich auch. Naja, aber wenn sie dich sieht, rastet sie bestimmt gleich wieder aus. Ja, aber jetzt, wo du das Baby kriegst? Ja, aber das weiß sie doch noch gar nicht. Na, dafür kannst du doch nichts, wenn sie andauernd wieder auflegt, sobald du telefonierst mit ihr. Also wenn wir jetzt losgehen, dann schaffen wir es noch vor der Schule. Okay, den Wärter kann ich sowieso vergessen. Das hätte ich dir gleich sagen können. Sag mal, Barbara, hast du mein Knochenmodell gesehen? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Du störst gar nicht, Gero. Komm doch her, wir sind gerade fertig. Ja? Ich möchte dir meinen neuen Mitarbeiter vorstellen, Stefan König. Stefan, das ist mein Sohn Gero. Ich werde demnächst sehr viel Zeit verbringen. Ich hoffe, Sie haben noch ein Bettchen für mich frei, wenn es mal spät wird. Das glaube ich kaum. Wir sind ja kein Hotel. Das Gästezimmer steht Ihnen natürlich zur Verfügung. Na, dann ist ja alles klar. Ich bringe auch meinen eigenen Pyjama mit. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Stammt der Typ nicht aus Clarissas Stall? Hat sie den nicht rausgeworfen? Ja, und? Was denn? Seit wann hast du es denn nötig, Clarissas abgelegte Designer anzuheuern? Jetzt reiß dich aber zusammen. Stefan hat in einer Stunde mehr Ideen als Clarissa in einem Jahr. Es fragt sich nur, auf welchem Gebiet. Außerdem hat Clarissa ihn nicht entlassen. Er ist von selbst gegangen. Ist auch egal. Mir ist der Typ jedenfalls total unsympathisch. Was passt dir denn nicht an ihm? Du bist doch sonst nicht so schnell in deinem Urteil. Hat irgendwie sowas. Was weiß ich. Er ist unsympathisch. Du solltest dich zumindest bemühen. Mir zuliebe. Keine Angst. Ich werde dich schon nicht blamieren. Hallo. Guten Tag, Frau Konrad. Hier? Dürfen wir reinkommen? Bitte? Wollt ihr irgendetwas zu trinken? Mm-mm. Gut siehst du aus. Ich fühle mich auch gut. Und dem Baby geht's auch gut. Wieso? Ich dachte, du... Nein, ich habe nicht abgetrieben. Du warst in 5 Monaten Oma. Na, das wollten sie doch, oder? Was ist denn? Freust du dich denn gar nicht? Doch, natürlich. Aber ich werde nicht da sein, wenn es soweit ist. Oh, du kannst doch nicht einfach so weggehen. Hier vermisst mich eh keiner. Das ist doch nicht wahr. Anna, ich habe einen Job im Krankenhaus angenommen. Auf Teneriffa. Und wann? In ein paar Tagen. So schnell? Wir kaufen dort ein kleines Haus und da wäre bestimmt genug Platz für dich und das Baby. Was soll das denn jetzt? Das geht nicht. Schon wegen Florian. Das ist unser gemeinsames Kind. Du bist da immer willkommen. Ich glaube, es wird Zeit. Ja, ich komme gleich. Wollt ihr schon gehen? Wir müssen. Die Schule. Also, viel Glück. Kann ich gebrauchen. Und melde dich bei mir, ja? Natürlich.
Florian, pass mir gut auf Anna und auf das Baby auf, ja? Klar, mach ich. Tschüss. Auf Wiedersehen, Anna. Wo ist Julia? Weg. Das sehe ich. Ich habe gefragt, wo sie ist. Zum Labor. Vergrößerungen abholen. Ich muss auch los. Ich habe Schlüsseldienst im Jugendasyl. Sie bleiben erst mal hier. Was soll denn das? Wir beide haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Was fällt Ihnen eigentlich ein, Julia derart gegen mich aufzuhetzen? Ich habe nicht gehetzt. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Bei Ihnen ist es ein und dasselbe. Julia hat eben keine Lust, für doofe Models den Hampelmann zu spielen. Sie haben ja keine Ahnung. Julias Karriere muss geplant werden. Julias Karriere interessiert sie ja wohl überhaupt nicht. Sie wollen sie nur schön unter ihrer Fuchtel haben. Es reicht Ihnen wohl nicht, dass Henning nach ihrer Pfeife tanzt. Jetzt muss Julia auch noch herhalten. Aber das wird Konsequenzen haben. Da bin ich ja tierisch gespannt. Und? Wie war es bei deiner Mutter? Also die Frau hat echt einen Hang zum Dramatischen. Wieder stimmt's, also geht sie wirklich weg? Stellen Sie sich vor, nach Teneriffa. Das ist ja der nächste Weg. Na, was will sie denn da machen? Sie hat einen Job als Krankenschwester angenommen. Ach, es bestimmt nicht für immer. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie will sich dort sogar ein Haus kaufen. Wie hat sie denn auf deine Neuigkeit reagiert? Komisch. Zuerst setzt sie mich dauernd unter Druck und jetzt, wo ich das Kind kriege, freut sie sich noch nicht mal. Sie war kalt wie ein Fisch. Sie hat mich nicht mal bei mir entschuldigt für den Rausschmiss. Lieber beißt sie sich die Zunge ab. Ich glaube, sie packt das einfach nicht, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ach, das renkt sich bestimmt wieder ein. Du musst dir ein bisschen Zeit lassen. Ja, schon, aber was wird denn jetzt aus mir? Du Dummerchen, was ist das denn für eine Frage? Du bleibst natürlich hier, so lange wie du willst. Meine Geduld ist zu Ende. Ich brauche Ergebnisse. Für was bezahle ich Sie eigentlich? Das war alles nicht so einfach. Ich musste sehr vorsichtig agieren, sonst wäre alles auf... Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Es wird alles schlimmer von Tag zu Tag. Immer mit der Ruhe. Wissen Sie, in meinem Beruf braucht man vor allem eins. Geduld. Ach, ein Geschwätz interessiert mich nicht. Sollte es aber. Sonst müsste ich dies hier wieder mitnehmen. Ist es das? Ein vollständiger Bericht über die Vergangenheit der observierten Person. Lückenlos. Halt, zuerst das Geld. Ich dachte, Geduld wäre Ihre Stärke. Wie, kein Bonus? Wofür? Ich habe mehr herausgefunden, als Sie erhofft haben. Sie hat nämlich ein ganz interessantes Leben gehabt, diese Sophie Lewinsky.